Also ich bin Lea, ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere jetzt gerade soziale Arbeit, habe ich frisch mit angefangen. Ja, und nebenbei fotografiere ich. In erster Linie fotografiere ich ja verlassene Orte, aber ansonsten fotografiere ich auch total gerne Tiere, speziell die Schlangen von meinem besten Freund. Ja, und ab und zu mache ich dann auch Porträt-Shootings. Aber mein Schwerpunkt ist halt echt die Lost Place-Fotografie. Auf meiner Internetseite leaswanche.de, da lade ich dann halt wirklich alles sehr sortiert hoch, nicht bei Instagram, wie bei Instagram, da landet ja alles einfach, wie mir gerade nach ist. Und auf meiner Website ist das dann so, da gibt es dann verschiedene Ordner, also zu jedem Lost Place dann einen Ordner, wo ich dann die Bilder präsentiere. Und da erzähle ich dann halt auch immer so mit Leidenschaft ein bisschen die Hintergründe des Ortes und wie für mich das Erleben des Ortes war. Ja, das kommt so aus dem Englischen, also ist eigentlich eine Abkürzung für Urban Exploration, heißt so viel wie städtische Erkundung. Ja, und bedeutet bei uns halt, wir erkunden verlassene Orte, die vor Jahren aufgegeben wurden, und ja, da mache ich dann meine Fotos. Das war eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich war damals, ich glaube, das war vor 3, 3,5 Jahren, war ich mit einem guten Freund von mir unterwegs. Und wir sind einfach spontan in irgendeinen Wald gefahren und waren da spazieren. Und dann habe ich da so einen kleinen Bunker entdeckt mit ihm. Und ja, zu unserem Glück stand da die Tür offen. Und ich war schon immer so jemand, ich war für jedes Abenteuer zu haben. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte da unbedingt rein, lass uns das angucken. Das war jetzt verhältnismäßig, würde ich das heute gar nicht mehr besuchen, geschweige denn fotografieren, diesen kleinen Bunker. Aber das hat so irgendwie das Ganze ausgelöst, dass ich danach dann auch echt gegoogelt habe, okay, wo gibt es noch verlassene Orte, die ich mir angucken kann. Und dann hat das auch angefangen, dass ich nicht nur meine Handykamera mitgenommen habe, sondern auch meine richtige Kamera. Ja, und so ist das mit der Zeit entstanden. Das Fieber ist total ausgebrochen, dass ich jetzt mittlerweile echt regelmäßig unterwegs bin. Einerseits ist es halt das Adrenalin. Also ich finde das halt, da ist ja immer so eine Spannung dabei, weil das ist ja auch so eine rechtliche Grauzone, in der man sich da bewegt, sage ich mal. Und ich finde das total faszinierend, diesen Verfall. Ich finde, der hat dieses Morbide hat irgendwie was total Schönes an sich. Und ich finde das auch spannend, was man dann da teilweise an Geschichte in diesen Orten entdeckt und was man dann auch im Nachhinein über die Geschichte so eines Ortes herausfinden kann. So das Gesamtpaket finde ich total spannend. Den ZuschauerInnen könnte ich auf jeden Fall die Kent School empfehlen. Ich glaube, die ist bei München-Gladbach oder so in die Ecke. Genau, und das ist nämlich ein Ort mit einer auch sehr bewegenden Geschichte. Angefangen hat es damals, dass das von dem Franziskaner, ich meine, es war der Franziskanerorden, war gegründet worden war für behinderte oder beeinträchtigte Kinder. Aber in der NS-Zeit wurde das Ganze dann zu einer Tötungsanstalt, wo die dann hingerichtet wurden. Ja, und jetzt seit 1900 noch was zerfällt das Gebäude, aber ich fand es total schön, mir das da anzugucken, weil es halt auch vom Baustil unglaublich schön ist. Da ist eine total schöne Kapelle und das war echt ein toller Ort und den kann man halt, wie gesagt, auch legal besuchen und bewundern. Da lohnt es sich auch nicht, illegal einzudringen, da wird man auf jeden Fall angezeigt. Ja, ganz am Anfang war es halt ganz viel Recherchearbeit, überhaupt irgendwelche Adressen zu finden. Dann habe ich ja angefangen, das Ganze auch bei Instagram hochzuladen, wodurch ich dann mit anderen Leuten, die das Hobby teilen, in Kontakt gekommen bin. Dann habe ich mich mit denen auch viel ausgetauscht und ja, nach und nach haben sich dann so die Orte angesammelt. Mittlerweile sind dann auch Leute auf mich zugekommen, die waren so lieb und haben mir so ihre ganzen gesammelten Adressen zukommen lassen. Ja, und wenn ich dann auf Lost Place Tour möchte, dann überlege ich mir erstmal, okay, welchen Ort möchte ich besuchen oder in welche Richtung soll es gehen. Dann gucke ich in meine Karten, gucke, was ich da schon für Orte drin habe, dann auch von anderen Leuten. Recherchiere dazu natürlich auch, ob der Ort so noch existiert. Und ja, so richtig vorbereiten auf die Gefahren kann man sich da halt nicht. Ich weiß halt im Endeffekt nicht, was da auf mich zukommt. Für mich ist immer ganz wichtig, auch auf Drängen meines Papas, dass ich jetzt immer Sicherheitsschuhe trage. Heißt, ich habe halt unten eine Stahlsohle, oben noch eine Stahlkappe obendrauf. Weil ja, gefährlich sind natürlich irgendwelche rostigen Nägel oder Dinge, die einem auf die Füße fallen können. Ja, und da versuche ich mich dann so zumindest mit meinen Sicherheitsschuhen ein bisschen abzusichern. Ansonsten ganz wichtig, immer eine Taschenlampe dabei haben, am besten noch eine zweite Taschenlampe, weil
Lost Places sind halt nicht beleuchtet. Und es ist das Blödste, was einem passieren kann, wenn man da plötzlich im Dunkeln steht. Und ja, allgemein, wenn man dann halt auch alleine unterwegs ist, finde ich es immer ganz wichtig, dass man irgendwie einen Standort an Freunde oder so schickt, dass die wissen, wo man sich gerade befindet, dass, falls irgendwas sein sollte, man auch gefunden wird. Und ich habe immer ein Pfefferspray dabei, wenn ich alleine auf Tour bin. Genau. Das ist schwierig zu sagen. Beziehungsweise ich kann euch da gar nicht so eine direkte Antwort drauf geben. Ich finde es halt immer total schön, dann in den Lost Place reinzukommen und den dann auf einen wirken zu lassen. Und besonders toll sind natürlich die Orte, die noch nicht groß von Vandalismus betroffen sind. Aber ich kann da jetzt nicht konkret sagen, boah, das war mein allerschönstes Erlebnis. Boah, einige. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ich war einmal mit zwei anderen Leuten von mir, waren wir in einem verlassenen Gefängnis. Und wir haben uns überlegt, ah, das ist mitten an der Straße, wo wir dann über eine Mauer klettern müssen, wir machen das nachts. Ja, war dann nicht so cool, weil wir mussten dann irgendwann feststellen, okay, hier liegt nicht nur eine rote Schnur, die irgendwie ja, so eine Markierung bildet, sondern da haben sich auch Leute häuslich eingerichtet und wir haben da gewisse Drogenlager dann gefunden und Drogenbesteck. Ja, und das war dann natürlich sehr gruselig, als wir dann auch da im Dunkeln in diesem Gefängnis waren und irgendwann Stimmen kamen vom Gebäude und wir uns so dachten, ach du Schande, egal auf wen wir hier treffen, wir sollten ganz schnell abhauen. Also wir sind dann echt mit einem sehr hohen Puls dann da wieder rausgekommen, haben uns dann am nächsten Tag den Ort im Hellen angeguckt. Man sollte auf jeden Fall nicht ängstlich sein. Was auch ganz schlecht ist, wenn man irgendwie Platzangst hat, weil es gab auch schon Orte, da sind wir echt auf dem Bauch durch die engsten Kriechtunnel geklettert. Also man sollte da echt angstbefreit sein und man sollte keine Sorge haben, dreckig zu werden. Das ist auch ganz wichtig. Lost Place Touren sind keine Modeschauen. Ja, was noch? Auf jeden Fall sollte man nicht alleine gehen. Ich tue es manchmal, aber ich kann es nicht raten. Und ja, einfach irgendwie festes Schuhwerk anhaben, dass einem da möglichst wenig passiert, weil die Böden sind da nicht unbedingt sehr tragfähig. Es ist ganz klar nicht legal. Wie gesagt, es ist Hausfriedensbruch, man betritt ein Grundstück, was irgendwie jemandem gehört, auch wenn er dort lange nicht mehr war. Ich selber bezeichne es als Grauzone, weil ich mir denke, die Eigentümer meistens dieser Orte, die waren seit Jahren nicht mehr dort. Und ich verschaffe mir ja auch nicht durch Gewalt irgendwie Zutritt zu diesen Orten. Das heißt, wenn ein Ort offen ist, sei es ein Fenster, eine Tür, wie auch immer, dann gehe ich da rein. Aber wenn etwas verschlossen ist, dann bleibt es meiner Meinung nach auch verschlossen. Und weil ich halt nichts kaputt mache und weil ich die Orte mit Respekt behandle, sehe ich es halt als Grauzone. Aber klar, wenn man dann irgendwie von Security gepackt wird oder von einer Polizei, dann kann man auch damit rechnen, wegen Hausfriedensbruch eine Anzeige zu bekommen.